erstmal die Löcher hier clearen. Die droppen übrigens Titanitbrocken. Die Viecher. Was das jetzt zu einer ziemlich guten Farmstelle machen würde, um an Titanitbrocken zu kommen. So, die Würmer respawnen auch. Und man muss echt aufpassen, die machen gut Schaden, diese Viecher. Aber mit dem Speer und der Reichweite ist das zum Glück kein so großes Problem. Wenn man jedoch zu weit weg geht, ziehen sie sich zurück. So, noch einmal. Der droppt wieder erneuter Tod. Das ist doch eigentlich ein Zauber, ja. Okay, wir haben ihn jetzt doppelt. Also ist eine Hexerei eigentlich. So, und jetzt würde ich eigentlich gern wissen... Genau. Er kommt. Waldkind Gulli. Was auch immer ein Waldkind hier unten treibt. Und man sieht es ihm schon an. Er trägt wieder eine böse Waffe. Wow. Er trägt ein dickes Schild und eine große Waffe. Und ist nicht ganz ohne. Au. Genau, wenn ich mit meinem Speer ständig daneben treffe, passiert das. Ich könnte es jetzt auf die Steuerung schieben, ich könnte es auf meine eigene Impotenz schieben, ich schiebe es aber auf die Steuerung. Ich habe nämlich den Gegner anvisiert, also würde ich auch mich auch freuen, wenn mein Char in die richtige Richtung sticht. Ja, es ist alles respawned. Also nicht nur die Gegner, sondern auch die Spuckstatuen. Und bei meinem Glück spawnt jetzt gleich der Forlorn. Bevor ich an meine Seelen rankomme. Au, nein, ich werde vergiftet. So, Seelen habe ich. Rückzug. Bevor ich erneut sterbe. Ja, das könnte jetzt ein bisschen dauern hier, aber wir haben Zeit. So, du weg. Und ihr weg. Die hat mich angespritzt. Wie das klingt. So, jetzt erstmal ihn hier triggern. Dann warten, bis er etwas näher kommt und ausschalten. Ja, und das ist nicht so toll. Da war ich unvorsichtig. Nein, nicht schon wieder töten lassen. Lieber den hier ausschalten. Weg mit euch, weg mit dir.
Habe ich dich getroffen? Ja. So. Erster Wurm weg. Hier ist alles kaputt soweit. Der Wurm wieder weg. Oh, gefährlich. Vorsichtig. So, du weg. Und Invasion des Waldkinds Viktor. Ja, Gulli hat einen Freund, hat einen Bruder besser gesagt. Ey, nein. Das kann ich jetzt gerade noch gebrauchen. Stirb bitte schnell. Große Titanitscherbe. Viktor ist mir auf den Fersen. Au. Wow, puh. Also ja, ich kann seine Angriffe gut blocken, wenn er nicht gerade einen Shitbash macht. Oder... Genau. Wow. Er hat aber auch eine Reichweite mit seinem Henkersbeil. Das ist unmenschlich. Und ja, ich weiß, ich trinke gerade unnötig viel Heiltränke. Wow. Und den ersten habe ich verbannt. So. Menschenbild bekommen. Wir rasten. Dadurch respawnen zwar wieder die ganzen Hände und die Würmer. Also ja, ich nenne sie Hände. Weil sie sehen ein bisschen wie Hände aus. So. Hier waren drei Stück versteckt. Oder? Ja. Dann Wurm Nummer 1. Zieht sich zurück. Hi. So, Wurm Nummer 1 ist weg. Wurm Nummer 2 kriegen wir auch weg. Jetzt machen wir dich weg. Und da kommt Gulli nochmal. Ja, es sind zwei Waldkinder. Gulli und Viktor. Viktor haben wir jetzt besiegt. Gulli hat uns besiegt, also steht es 1:1. Mal gucken, ob wir jetzt nochmal gegen Gulli verlieren. Aber wenn wir es so machen wie gegen Viktor, dürfte das eigentlich klappen. Einfach immer ein bisschen vorsichtig sein. Und unser Schild, das hält das verdammt gut aus. Wir jedoch nicht.
Wir sind da etwas weicheres Ziel. Und ja, da oben ist es mir einfach zu eng. Ich will lieber hier unten in den, bei den Pfützen kämpfen. Und im Augenblick ist es ein ziemlich unausgeglichener Kampf, weil er uns dauernd eine reinschmettert. Wow, jetzt haben wir ihn mal getroffen, zum Glück. Wow, und konnten ihn unterbrechen, das ist immer gut. Ja. Komm. Na komm her. Au. Nee, die Verteidigung vernachlässigen. Das klappt mit unserem Großschild zum Glück viel zu gut. Wow. Also ja. Wir nehmen noch Schaden durch das Schild, weil es nur 95% hat. Und Gulli ist weg. So. Wir könnten theoretisch auch noch versuchen, hier den Verlassenen zu triggern. Den es auch im Jägerhain gab. Der kommt nämlich an vielen Stellen. Au. Aber das lassen wir mal gut sein. Ich will rasten. Ich will zurück nach Majula reisen und meine Seelen ausgeben. Jo. Einmal hierfür und dann für Konstitution wäre eigentlich mal wichtig, weil wir sind ja Dexchar, wir müssen auch mal ausweichen und rollen. Also mache ich jetzt mal Konstitution auf 15. Und guck mal, ob ich mit den Splittern, die ich habe, also mit den großen Scherben, noch was verstärken könnte. Ich könnte mit dem Brocken einen Speer verstärken. Ich könnte mit dem Brocken die Rüstung verstärken. Hierfür bräuchte ich jeweils noch eine große Titanitscherbe. Die kaufe ich mir nach dem nächsten Bossfight. Ich verstärke jetzt mal den Heidespeer auf 7. Da wir ja den irgendwie am häufigsten benutzen. Und der auch irgendwie am stärksten ist. So, ich werfe jetzt ein Menschenbild ein. Und porte mich zurück ins Black Gulch, in die verborgene Kammer. Denn jetzt geht's an den nächsten Boss. Ja, das Loch selber hatte keinen Boss. Also der Gatter, dafür hat jetzt Black Gulch einen Boss. Also die Gebiete hängen eigentlich ziemlich starr zusammen, wenn man es so sieht. So, Lukatil gerufen. Und dann ignorieren wir jeglichen Gegner, der auftaucht und gehen direkt zur Bosswand durch. Nein, vergiften wollen wir uns nicht. Oh. Lukatil vergiftet ist aber auch nicht gut. Da können wir gegen heilen. Und wir hören schon durch die Nebelwand rascheln. Okay, ich muss jetzt wirklich warten, bis das abgeklungen ist und sie hochheilen. Sonst wird das nämlich nichts. Ach komm, jetzt. Bleibst du hier? Geht's hier aus meinem Heilradius raus, so.
Ab jetzt wird's garstig, nächster Boss. Man hört ihn schon durch die Nebelwand durch.